Herr Nägelin, Sie haben als Mitglied der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen KSA und als späterer Direktor der Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen HSK die Aufarbeitung des Reaktorunglücks in Luçon eng mitverfolgen können. Zudem haben Sie den Unfall auch in Ihrem Buch «Geschichte der Sicherheitsaufsicht über die schweizerischen Kernanlagen» thematisiert. Was ist aus Ihrer Sicht damals in der Felskaverne in Luçon schiefgelaufen? Es ist etwas passiert, was man wohl vorausgesehen hat, das man aber nicht so schnell erwartet hat. Was hat man dann vorausgesehen? Man hat vorausgesehen, dass ein einzelnes Druckrohr unter irgendwelcher Überhitzung von innen her aufbrechen könnte. Und man hat die nötigen Maßnahmen getroffen, dass sich dieser Unfall nicht zu einem schlimmen Ablauf annehmen kann, der die Umgebung gefährden würde. Und die entsprechenden Vorrichtungen, die man eingebaut hat, die haben sehr gut funktioniert beim Ablauf dieses Unfalls. Der Unfall wird heute auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse INES auf Stufe 4 bzw. 5 eingeordnet. Das ist eine nachträgliche Einstufung, weil die Skala gab es damals noch nicht. Bundesrat Moritz Leuenberger sagt in seiner Rede vor 5 Jahren, dass die Schweiz damals knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sei. Teilen Sie diese Beurteilung? Na, ich teile diese Beurteilung ganz und gar nicht. Erstens, die Skala wurde für größere Kraftwerke entworfen und da sagt eine solche Zahl nicht viel. Und die Aussage, man sei knapp an einer Katastrophe vorbeigekommen, die stimmt schlicht und einfach nicht, weil das Katastrophenpotenzial war in dieser kleinen Anlage schon gar nicht vorhanden und die nötigen Maßnahmen, dass sich keine schlimmen Auswirkungen in der Umgebung ergeben können, die sind ja getroffen worden und die haben funktioniert. Der Unfall in Luçon wurde in den vergangenen Jahren verschiedentlich auch durch Historiker aufgearbeitet. Einzelne üben Kritik, unter anderem an der Bewilligungspraxis der Behörden. Ist diese aus Ihrer Sicht berechtigt? Nach meiner Meinung hat die damalige Behörde KSA das Risiko, das mit dieser Anlage verbunden war, richtig eingeschätzt. Sie sind auch davon ausgegangen, dass es sich um eine kleine Experimentalanlage handelt, dass dabei auch einiges passieren kann, aber haben dafür gesorgt, dass keine schlimmen Auswirkungen nach außen möglich sind. Und so ist es ja dann auch gelaufen.